Hallo und herzlich willkommen zurück zu Quid 2 Race Driver. Ja, wir starten gleich mal weiter und zwar würde ich sagen, fahren wir gleich mal das letzte Rennen hier. Best of 3. Sakura Pass. Okay, super. So. Was sieht denn eigentlich aus hier? Der Mazda, den haben wir uns jetzt noch das letzte Mal freigefahren. Aber wir nehmen wieder unseren Nissan. Da habt ihr ja bestimmt schon mitgekriegt, dass ich ein bisschen überzeugt von diesem Auto bin und auch ein Fan bin von diesem Auto. So. Ups. Und los geht's. Auf geht's. Du startest vorne, so. Also hol alles raus. Entweder als erster am Ziel oder 5 Sekunden hinter uns lassen. In die zweite Runde zu gehen, wäre äußerst ungünstig. Okay, dann fangen wir hier auch gleich mal mit richtig Highspeed an. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, okay, okay. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie haben wir alle Schilder jetzt gerade mitgenommen. Okay, lange Rede, gar keinen Sinn. Da tun wir gleich mal neu starten. Gegen wen fahren wir denn überhaupt? Aha, aha, aha. So, gleich zu Beginn ziemlich Highspeed. Er fällt zurück. Vergrößere deinen Vorsprung noch. Wir versuchen es. Wir versuchen es auf jeden Fall. Ziel ist es ja, das Ganze hier in 5 Sekunden abzuwickeln. Oder nicht in 5 Sekunden, das wäre ein bisschen heftig. Sondern das Ganze abzuwickeln, bevor wir im Ziel sind. So, okay, sieht ganz gut aus. Wir haben eigentlich einen sehr nicen Vorsprung. Gucken, ob wir den noch ein bisschen vergrößern können. Komm, viel fehlt nicht mehr. Viel fehlt nicht mehr, aber da unten ist auch schon das Ziel. Okay, das ist nur eine ziemlich kurze Strecke. Dann gewinnen wir halt ohne 5 Sekunden Vorsprung, sondern ganz normal, indem wir als erster über die Ziellinie fahren. 1 Minute 18, das ist ja auch nicht wirklich ein langes Rennen. Hat dich unterschätzt und hat verloren. Ja. Das kann selbst dem Besten passieren. Das stimmt allerdings. Besonders in Sektor 3 musst du deutlich zulegen. Was? Deutlich zulegen? Das klingt ja so, als wäre ich da deutlich schlecht gewesen. Kurve hat es mir angetan. Bau den Vorsprung wieder aus. Ja, doch. Nein. So, jetzt ist er irgendwie vorbeigefahren, kann das sein? Das wirklich auf uns sitzen lassen? Nicht wirklich, oder? So, na gut. Na gut. Dann fahren wir das Ding halt auch ganz regulär ins Ziel. Ja, da sind wir irgendwie, da haben wir es. Kann ich keine Rückblende machen, ich wollte es gerade sagen. Das wäre ja absurd.
so, okay. 2-0 und die Sache ist erledigt. Du hast wirklich Können und Klasse bewiesen. Fantastischer Sieg. Fantastischer Sieg, okay. So, da haben wir die erste Serie auch schon komplett abgeschlossen. Und da gibt es wieder Fans. Da gehen wir auf jeden Fall über 1,7 Millionen. Sehr schön. Gut, du kannst an einem Promo-Event teilnehmen. Ach, Promo-Event braucht kein Schwein. Du musst also wirklich alles geben. Das war Drift, genau. Kannst du sicher viele neue wir fahren Fans Drift. Okay, dann nehmen wir den Honda nochmal. Da war eigentlich nicht schlecht gewesen. Diese Promo-Events, ich weiß auch nicht so richtig. Ich glaube, die können wir diesmal wirklich weglassen. Wir fahren jetzt hier die zwei Driftrennen noch. Und dann, denke ich mal, haben wir die Katze im Sack. Dieses Checkpoint-Rennen, okay. Da haben wir ja einmal nur als Dritter abgeschlossen. Fahren wir erstmal noch die Driftrennen. Waren das jetzt Drift? Ach, das ist ja gar kein Driftrennen. Nee, irgendwie ist das jetzt gerade gar kein Driftrennen. Ich denke, das ist Drift. Wieso ist das jetzt kein Drift? Ach, Mann. Geh doch mal weg. Ach, Mann. So ein alter... Das Auto neigt wirklich extrem dazu zum Treffen. Okay, wir haben uns auf Platz 3 vor. Naja, gekämpft würde ich jetzt mal. Ja, doch, gekämpft ist das richtige Wort, definitiv. Da haben wir noch einen kleinen Lackratzer mitgenommen. Ui! Hätte man anders machen können, ja? Aber wir haben den Platz gut gemacht, deswegen lassen wir das mit der Rückblende jetzt einfach mal. Wir ziehen das jetzt hier einfach durch. Boah, leck! Okay, wir sind auf Platz 1 in der zweiten Runde. Zu Beginn der zweiten Runde, das ist ja schon mal nicht schlecht. Macht er denn nur? Leitplanke in der Mitte. So, sehr schön. Die Kurve haben wir eigentlich mal ganz superior genommen. Okay, das hat diesmal auch gepasst. Und das hat diesmal wieder nicht gepasst. Der S2000 ist wirklich, ja, wie soll ich sagen, man hat auf jeden Fall viel zu tun hier am Lenkrad. Sehr viel zu tun. Aber wir sind in der letzten Runde, wir haben einen ganz guten Vorsprung, so wie es aussieht. Boah, leck. Was ist denn nur los hier? Was ist denn nur los mit dir? Okay, das war's gewesen.
noch eine leichte Rechtskurve und noch eine Linkskurve und dann haben wir die Katze im Sack. Dann sind wir Erster, da können wir hier ganz gemütlich durchrollen. So ungefähr. Platz Nummer Uno. Sehr schön, das Rennen haben wir auch gewonnen. Wenn ich immer diese allen Ladezeiten wären, ach, das ist, weiß ich nicht. Das war damals, bei Gran Turismo war das ganz schlimm gewesen, bei Gran Turismo 4, da kann ich mich noch dran erinnern. Die Ladezeiten waren so abartig. Ich glaube, wenn man das hätte, Let's Played, gut, ist ein Spiel, was ich eigentlich generell dazu, was ungeeignet ist, zu Let's Playen, weil, keine Ahnung, ich glaube, da braucht man ungefähr 500 Parts, bis man dann durch ist. Aber wenn man das Let's Played hätte, ich weiß nicht, ob sie welche gemacht haben, denk aber daran, dass die WSR startbereit ist. Wie gesagt, also da hätte man bestimmt 500 Parts gebraucht. So, und jetzt machen wir mal eins, jetzt nehmen wir mal den Mercedes. Den RS5 haben wir jetzt auch noch dazu bekommen, den hätten wir mal auch nehmen können. Ach, und was ich eigentlich sagen wollte, genau, bei Gran Turismo 4 war das damals mit diesen Ladezeiten, das war so absolut grausam gewesen. Also das ging gar nicht. Da hätte man jedes Mal die Aufnahmetaste wieder drücken müssen. Du musst unbedingt das Tempo hochhalten. Die Jungs von Dubai VIP denken wahrscheinlich, dass sie problemlos und souverän gewinnen. Ja. Das wirst du doch zu verhindern wissen, oder? Ich hoffe. Du hast etwas Zeit dazu bekommen. Mach was draus. So, also hier haben wir auf jeden Fall richtig böse Leistungen unterm Arsch. Mit dem C63. Der schnurrt wie ein Kätzchen. Da ist ja auch richtig böse Hubraum da. Wenn du dieses Tempo beibehältst, kannst du gewinnen. So, okay, wieder 7 Sekunden dazu bekommen. So, wir schauen einfach mal. Boah. Alter Schwede, da sind wir ja mit über 200 in die Leitplanke eingerastet. Zwei Sekunden haben wir jetzt nur dazu bekommen, das ist ja lächerlich. Das ist ja mehr wie lächerlich. Ja, irgendwie war da der Stein im Weg. Ja, komm, schalt halt runter. Zieh! Zieh! Das gibt's ja wohl nicht. Hätte man auch mal mit einem Drift probieren können. Dass wir wenigstens da vorne das Gate noch kriegen. Nee, du. War auch kein Drift. War nicht mal Drift ähnlich. Okay, das eine haben wir noch gekriegt. Das zweite werden wir definitiv nicht mehr kriegen. Aber wir sind auf Platz 1, komischerweise. Ich habe das Prinzip irgendwie noch nicht so richtig verstanden. Aber vielleicht bin ich auch einfach du zu blöd. Bist in diesem Checkpoint-Rennen geradezu geflogen. Dubai VIP. Okay, es geht darum, am weitesten zu kommen, so wie es aussieht. Aber oben steht halt immer Platz 5, wo wir starten, dann Platz 4. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich die Autos, die wir dann zu überholen, die am Straßenrand da liegen geblieben sind, das waren wahrscheinlich die anderen, die es nicht mehr zum nächsten Checkpoint geschafft haben, deren Zeit schon abgelaufen war. Und unser Ziel ist es einfach, an denen noch vorbeizufahren und, wie gesagt, die meisten Meter zu machen. Gut. So, okay. Du musst an einem Promo-Event teilnehmen. Es handelt machen wir das noch? Ein Ausdauerrennen. Du musst also wirklich alles geben. Wenn dir das gelingt, kannst du sicher viele neue... Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin in diesem Part, hoffe ich doch.
so 42 Club-Event-Teilnahmen haben wir schon. Und ganz am Anfang, wenn ich das Spiel lade, steht doch immer da, wie viel Rennen man insgesamt schon gefahren ist. Das war aber heute, wo ich das Let's Play angefangen habe, waren es schon, glaube ich, 53 oder 54 Rennen. So, okay, das verstehe ich jetzt auch wieder nicht. Das ist kein Checkpoint-Rennen, das ist ein ganz normales Rennen mit 3 Runden. Aber okay, dann fahren wir halt ein ganz normales Rennen, soll mir auch recht sein. Das soll mir auch recht. Soll okay, mir auch Platz recht sein. Zwei. Kämpf um die Führung. Ja. Diesen lumpigen TT da vorne, den werden wir ja. Den werden wir einfach von der Straße kicken, werden wir den. Das ist sowas von chancenlos gegen uns. So, was habe ich gesagt? Wir kicken den einfach von der Straße, aber wir kicken uns gleich mit von der Straße. Deswegen müssen wir die Führung zurück. Okay, Tim, du hast es richtig auf Platz 1 geschafft. Okay, jetzt haben wir ihn entsorgt. Okay, Tim, Platz 1. Und sind auf Platz 1. Das ist ja auch eine ganz heimtypische Stelle hier mit dieser Leitplanke. Ach, ist einfach nur dieses Brummen von diesem AMG ist einfach nur ein Traum. Und er liegt wirklich relativ gut auf der Straße für sein Gewicht, Heckantrieb. Und diese viele Leistung, muss man echt sagen, liegt er wirklich gut auf der Straße und lässt sich aus Drifts auch wieder sehr gut abfangen. Vielleicht liegt das an dem hohen Gewicht, ich weiß es nicht. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, mit dem Auto zu fahren. Man kann auch wirklich mal richtig kräftig einlenken, ohne dass man gleich die komplette Kontrolle verliert. Okay. So, na gut, eine kleine Schramme nehmen wir mit, das macht jetzt nichts. Jetzt fahren wir mal links zur Abwechslung. Und hier fahren wir mal rechts zur Abwechslung, dass wir auch alles mal von der Strecke gesehen haben. So, okay, Runde 3, letzte Runde, wir sind auf dem ersten Platz. Haben noch 2 Rückblenden, sind also eigentlich ganz safe. So, okay. Durchmanövriert. Hier diese sehr, sehr, sehr schnelle Kombination. Kleinen Lackratzer haben wir noch mal mitgenommen. Die Tür ist auch kaputt. Aber wer braucht schon die Beifahrertür? Also ich brauche sie nicht. Ich brauche nicht mal die Fahrertür. Ich brauche nicht mal das linke Vorderrad. So. Du hast 5 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Ja, seht ihr, in dem anderen Rennen wären wir jetzt schon fertig. Okay, da wollte ich noch mal was Schönes zeigen, aber egal. So, na gut, das war es auch erstmal gewesen. Das Rennen haben wir auch noch gemeistert. Das andere Rennen, wo wir Platz 3 waren, drauf geschissen. Lass mal einfach mal so stehen. Wir müssen ja nicht überall den ersten machen, um hier weiterzukommen. Wir haben so viele Fans mittlerweile. Ich würde sagen, in dem nächsten Part fahren wir das eine Driftrennen noch, was offen ist. Und dann würde ich sagen, steigen wir auch gleich bei der WSR-Serie ein. So, mit fast 2 Millionen Fans. Okay, ich bedanke mich, dass ihr wieder mit zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, schreibt mir einen Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Rennen. Bis dahin, adios.